Arbeitsheft, Thema Potenzfunktion. Aufgabe 1. Welche Eigenschaften treffen auf das Schaubild von f mit f von x gleich x Quadrat zu? Also hier geht es um die Normalparabel. Die Normalparabel kennt ihr gut, von dem her könnt ihr, glaube ich, diese Fragen gut beantworten. Vielleicht macht ihr euch noch eine Skizze und dann ist das aber, glaube ich, klar. Aufgabe 2 möchte ich ein bisschen mehr helfen, weil das ist, glaube ich, nicht so einfach. Die Abbildungen zeigen Schaubilder von Potenzfunktionen f mit f von x gleich x hoch r. Und dann haben wir hier verschiedene Hochzahlen. Also zunächst mal setzen wir für r eine 2 ein, dann haben wir x hoch 2. Einfach die Normalparabel, die erkennt ihr bestimmt gut. Dann kommt für r minus 2, also x hoch minus 2, kann man umschreiben zu 1 durch x Quadrat. Wisst ihr, aus dem Buch vielleicht auch, eine statt x hoch minus 2, 1 durch x hoch 2, statt einer negativen Hochzahl kann ich sozusagen das x im Nenner mit einer positiven Hochzahl schreiben. X im Nenner, na, da würde ich dann auch an das Thema Asymptoten denken, Definitionslücke, das gibt es nur bei den Schaubildern zu Funktionen, wo das x sozusagen im Nenner steht. Dann für r 1/2 statt x hoch 1/2 kann ich wieder umschreiben zu f von x gleich Wurzel x. Wurzel x. Und die nächste, statt also x hoch minus 1/2, da kann ich jetzt diese beiden Sachen kombinieren. Minus, dann ist das x im Nenner hoch 1/2, aus dem 1/2 Wurzel mache ich eine Wurzel, dann habe ich sozusagen 1 durch Wurzel x. Auch wieder das x im Nenner, auch wieder an das Thema Asymptote denken. Und ich denke, dann kann man es vielleicht, die anderen zwei sind dann, muss man nicht mehr umschreiben, also x hoch 3/2 und x hoch 5/2. Und ich denke, dann kommt ihr vielleicht in die Richtung, dass ihr es gut zuordnen könnt. Was ja auch immer geht, dass man einfach mal konkret einen Punkt berechnet, der auf dem Schaubild liegt. Ne? Zum Beispiel hier, wenn ihr euch da jetzt nicht sicher seid, einfach eure Funktion wählen, dann setzt ihr mal für x eine 2 ein und dann könnt ihr mal rechnen, schauen, was rauskommt, ob der y-Wert bei knapp 3 liegt. Okay, mehr möchte ich aber nicht sagen, weil sonst habt ihr nichts mehr von der Aufgabe. Aufgabe 3, da geht es nochmal um das Rechnen, weil das ja manchmal gar nicht so einfach ist. Na, hier als Tipp mal direkt, x hoch 0,5 kann ich als Wurzel x schreiben, dann ist auch diese Rechnung einfacher. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, da möchte ich euch es vormachen. F von x gleich x hoch minus 1, also 1 durch x. Da wird jetzt der y-Wert, der Funktionswert, zu minus 3/2 berechnet. Also wird mal minus 3/2 eingesetzt. Minus 3/2 hoch minus 1 kann man umschreiben zu 1 durch minus 3/2 hoch 1 im Nenner, dafür positiver Exponent. Und jetzt kann ich nochmal umschreiben, also hoch 1 kann man ja auch weglassen, gibt insgesamt minus 2/3. Warum minus 2/3? Auf jeden Fall ein negatives Vorzeichen. 1 durch 3/2 ist das gleiche wie 1 durch mal 2/3 teilen, negativer Kehrbruch. Und dann habt ihr hier den Funktionswert minus 2/3.